Hier ist er also. Auf diesen Stempel haben Millionen Menschen in Deutschland gewartet. Ergodynamisch im Design, leicht in der Hand. Da macht das Stempeln richtig Spaß. Und die Stempelbeamten können sich sicher sein, dass sie den Antragstellern mit der Bestempelung nicht nur eine Freude machen, sondern ihnen auch ein freies Leben in Würde ermöglichen. Wie es dazu kam? Horst Seehofer drückte es mit folgenden Worten aus. Ich kann nur das Fazit ziehen, dass bisher außerordentlich fundiert und sachlich über das Pro und Contra gesprochen wurde. Und dafür kann ich mich bedanken, weil es zeigt, man kann auch schwierige und große Projekte mit Anstand und Argumentation bestreiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel begründete die Einführung dieses Stempels wie folgt. Und weil ich überzeugt bin, dass die Menschen in Deutschland stark sind, dass sie unglaublich viele Ideen haben, Pläne haben und ich möchte dazu verhelfen, dass die auch umgesetzt werden können. Und Per Steinbrück nannte seine Argumente. Wie halte ich den Laden zusammen, um es ganz umgangssprachlich zu formulieren? Wie sorge ich für eine friedfertige Gesellschaft? Wie beseitige ich Ungerechtigkeiten, die dazu führt, dass manche Menschen sich abgekoppelt fühlen, ausgeschlossen fühlen, ausgegrenzt fühlen? Übrigens, wie ich glaube, mit sehr weitreichenden Konsequenzen, was die Demokratie dieses Landes betrifft. Hier ist er also, der Stempel, der Freiheit in Würde schenkt.